Ja, hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge Train Fever. Und ich drücke jetzt erstmal auf Play. Ja, hier fährt einer unserer Plastik-LKWs. Warum fahren die hier raus? Ah ja, stimmt. Genau. Hier kommt noch unser Güter-LKW. Perfekt. Wir haben ja hier letztes Mal dann noch den Öler losgeschickt. Ist der schon oben? Achso, das Depot ist ja hier. So, wie viel produziert ihr denn mittlerweile? 9? Mhm. So, jetzt mal gucken, ob die umgeschaltet haben. Die haben noch immer 9. Gucken wir mal kurz. Cargo. Cargo. So, dann fahre ich wieder ein. Das jetzt angenommen, was wir da letztes Mal gebaut haben. Muss ich echt sagen, ich muss immer noch sagen, mega geil ist der jetzt hier einfach. Plus 2 Öl, wie sieht es denn hier hinten aus mit unserem Getreide? Okay, sehe ich schon, die Güter fließen zu den Industrien, sehr gut. Vergrößerung in 8 Monaten geplant. Oh. Alles klar, freut mich. Geil. Hier hinten auch. Vergrößerung in 8 Monaten geplant. Ey, Leute, läuft. Mega geil. Wie sieht's denn aus? Okay, mhm. Freut mich. Wir müssten ja eigentlich schon Plus gemacht haben. Okay. Wir müssen ja noch zurückzahlen, genau. Könnte ich eigentlich mal machen. So, haben wir noch 1 Million. Haben wir immer noch... Halt, das war falsch. Haben wir ja immer noch 2,5 Millionen Schulden. Wie sieht es mit dem Takt aus? 114 Sekunden. Uiuiui. Okay. Das ist ein bisschen arg viel, finde ich. Wo ist denn? Hier hinten. Ja, man sieht's. 2 Öl. Sollen wir dann noch ein paar auf die Strecke schicken? Und mal 2 noch. Schicken wir mal auf die Straße. Jetzt mal gucken, wir nutzen die. Ah, jetzt benutzen sie. Perfekt. Wunderbar. So, wann sind denn 8 Monate vorbei? In 6 Monaten? Ah ja, okay, okay. Also, im Juni 1953. Das ist perfekt. So, was macht denn ihr? Ihr braucht Stahl und Öl. Wie bekommt man den Stahl? Was macht ihr denn? Bretter. Und was macht ihr aus diesen Brettern? Was ist hier? Oh, oh, oh. Oh, Leute, ich sehe hier was. Seht ihr auch, was ich sehe? Fuck, das ist Getreide. Scheiße. Fuck. Hier hinten. Das sind Erde. Oh, oh, Autosave. Oh ja, was kommt denn da alles? Ja, ich habe ja sehr, sehr viele DLCs installiert. Ah, das war's? Okay. Mhm. Und das ist aber nicht von mir. Hier, das sind Bretter, genau. Nee, das ist Holz. Pures Holz. Was möchte ich mit Brettern? Was ist hier? Getreide und Bretter. Was? Getreide und Bretter? Was ist hier? Getreide. Okay. Holz. Unser Holz wäre hier. Ich habe jetzt schon wieder gedacht, geil, weil das sah aus wie Bretter. Du machst ja auch aus Holzbretter.
hätten wir ja zweimal, jetzt bräuchten wir halt noch... Hier hätten wir auch noch mal Holz. Bretter bräuchten wir hierfür. Nee, was wollte ich noch gucken, wie man Stahl herstellt? Oder ob das einfach so produziert wird? Nein. Nein, nein, nein. Wie bekommen wir den Stahl? Das ist Kies, ist klar. Das hier? Ja, aus Kies wird Zement. Hä, wie bekommt man den Stahl? Nee. Ist das eine Lücke? Ist das eine Lücke in Train Fever? Wie bekommt man den Stahl? Hier, Stahl. Wie bekommt man den? Ich sehe hier weder eine Stahlproduktion, noch dass es irgendwie entsteht. Das ist Holz. Nö. Das ist Kies. Also falls ihr da irgendwie weiter wisst, könnt ihr es auch gerne... Aha. Aha. Eine. Eine auf der ganzen Map, oder wie? Eine einzige! Ne, hier haben wir auch nochmal. Hier war ich da ein bisschen blind. Müssen wir hier oben auch nochmal irgendwo haben. Sicherheit. Hier. Auch nochmal eine. Hier haben wir auch nochmal eine. Okay, gut. War doch keine Lücke im System. So, was haben wir denn mittlerweile? 4, also in 2 Monaten bin ich mal gespannt. Wie denn diese Vergrößerung aussieht, das muss ich doch nur mal kurz gucken. Ah, okay, alles klar. Was ist denn das für ein weißer Fleck? Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug von... der Schneemod, weil ich habe eigentlich Schnee. Die Schneemod installiert, weil es ist ja noch Winter. Wollte ich eigentlich mit, hier mit Schnee spielen, aber nein. Irgendwie nicht. Ah, okay, jetzt machen mittlerweile alle Plus. Das freut mich natürlich. Das ist gut. Wir könnten hier noch ein paar dazu kaufen. Bei den Getreide und Gütern. Jetzt habt ihr gleich die... Größerung. Ich bin mal gespannt, ob da auch das Gebäude größer wird. So. Also, Kohle. Nein. Getreide. Da kaufen wir dann nochmal 2 und 2 Güter. So, das ist Larvik. Getreide, das hier ebenfalls. So, und das ist Larvik Güter. Perfekt. So, jetzt ist es gleich soweit. Oh, okay, das Gebäude hat sich nicht voll... Ah, ja, guck mal, wir können jetzt mehr produzieren. Das ist geil. Obergrenze 50. Hat sich hier was geändert? Nein. Okay, wir könnten, weil wir sehen ja hier, dass auch Güter in diese Richtung gehen. Wir könnten hier natürlich auch nochmal eine Güterlinie einrichten. Hm, wie viel würden das kosten? Dass wir die hier reinmachen. Müsste ich mal kurz gucken. Wie groß ist denn das? Oh, okay, das ist zu groß. LKW-Ladeplatz. Das ist auch zu groß.
hier reinmachen, müssten die zwei Häuser weg. Boah, das würde ja 1 Million kosten, nee, das ist ja... Puh. Wir könnten noch die abreißen. Ich möchte es eigentlich ungern so viel abreißen, muss ich zugeben. Hier wären es die drei. Ey, das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Das würde ja noch gehen hier. Ich glaube, wir machen das so. Ich sehe, unser Geld schrumpft und schrumpft. So, das ist eine neue Linie und das ist... ich brauche den Ort. Egersund. Okay, also das ist Egersund. Boah. Egersund Güter. So. Diese geht von hier nach hier. Perfekt. Mal gucken. Müssen wir noch in, dass wir hier Güter nehmen. Es ist halt die Frage, sollen wir mehr Platz nehmen, aber dafür 5 km/h langsamer. Oh ne, die kosten ja auch viel mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind Güter. Könnt ihr auch starten? Dass wir auch diese Linie unterstützt haben. Das war Getreide, glaube ich, gell? Ja. Bei euch hier hinten sieht ja alles fresh aus. Wir haben auch bald eine Vergrößerung hier. Das ist ja perfekt, Leute. Okay, die machen noch Minus, das ist klar. Die haben jetzt alles so um den 60er-Takt. Das ist auch gut. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Zement zu Güter, was ist hier? Stahl, Plastik zu Güter. Boah. Das ist alles ein bisschen scheiße platziert. Hier haben wir Getreide, Getreide. Getreide? Dreimal Getreide in der Gegend, sage ich jetzt mal. Weil die Frage ist, wir haben hier zweimal Kohle, was machen wir denn mit dem? Die sind hier oben, Holz zu Bretter. Kohle, Kohle. Geht wohin? Hier runter zum Eisen. Und brauchen wir noch ein Eisen. Das wäre hier. Ich glaube, bevor wir jetzt hier nochmal... Was kostet denn so eine Zugbrücke? Das kostet dann doch schon einiges. Das kostet so ein Bahnhof. Oh, nicht lecken. Dankeschön. So, wir werden anfangs natürlich bloß die ganz kleinen bauen, weil... ja. Ich sage mal... 5,30. Ja. So, ich glaube, da bauen wir einfach mal so einen ganz einfachen. 15 Millionen. Aber ich glaube, wir machen den gleich mal zweigleisig. Boah. Kostet der so viel, kostet der weniger. Okay. Lass mich mal überlegen, wenn wir hier nach Ebersund gehen. Ist halt doof mit dem Wasser.
richtig doof. Aber ich würde jetzt einfach mal den Bahnhof hier hin platzieren. Nicht so, sondern hier so. Oh Gott, das ist ja auf dem Berg. Ich würde hier sogar den Kopfbahnhof draus machen. So, im Grunde. Drehen wir mal. Passt nicht so wirklich. Wenn wir das im Grunde dann so machen würden. Ach halt. Das würde mich ja auch noch was kosten, hier das wegzumachen, gell? Denn wir haben natürlich anfangs keine elektrischen Gleise. Ist ja klar. Wir leben hier in 1953. Da hat man noch keine elektrischen Gleise. Ja, das kostet alles so viel. Machen wir hier noch eine Straße rein. Oh yeah! Oh! Zwei neue Fahrzeuge, ist nicht schlecht. So. Brauchen wir dann gleich. Kann man die hier nicht platzieren? Sind die riesig? Alter Schöne. Hier von Galenschule. Ich da anfangs einfach zwei von denen hier hinmachen. So. Und dann geht's hier entlang. So. Oh, kratzen. Geht's hier hoch. Hier rüber. Dann hier rüber. Hier rüber. Darüber. Und dann noch hier hin. Und hier hin. So. Neue Linie. Das wäre dann Bus. Fuck, wie hieß die Ortschaft? Lavik, genau. Das meine ich doch. ändere ich das nach unten. Weil wir haben jetzt nochmal Bus, Lavik. Ich könnte mal das kurz um. Weil das ist dann Güter Egersund. War jetzt mein Fehler. Und dann machen wir. Machen wir das, was es ist, immer als erstes. Damit wir wissen, okay, das sind jetzt Güter, das ist jetzt das, das ist jetzt das. Und nicht den Namen, also den Städtenamen als erstes. Güter. Ah, schreibt mir groß. Moelf. Genau. Geile Name. So, das ist dann Moelf. Und das ist dann Öl Moelf. Wunderbar. Gehen wir wieder zu unserem Bus.
dann mache ich das als erstes. Kopiere mit dem. Perfekt. Und dann nehmen wir das Lavik Bahnhof. Map Lavik Bahnhof. Perfekt. So, nochmal zur Linie Bus. Und ich lasse das extra laufen, damit wir Geld eintreiben. So, hier hin, dahin, was noch hier hin, dann wieder hier hin und dann wieder zurück. So, dann hier, perfekt. Dann bauen wir noch ein Busdepot oder Busdepot. Ah ne, halt. Ah doch, hier. Straßenfahrzeugdepot. Passagiere. 5.000 im Jahr. 10 Passagiere, 80 PS. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den. Jo, und davon nehmen wir jetzt mal 1, 2. Wie viel kostet denn der? 120k! Normal so viel, 4 Stück reicht das mal für den Anfang. So, was machen denn hier unsere? Okay, die machen nicht so viel. So, die sind jetzt schon bei der Produktion 37, müssten die ja dann auch sein. Perfekt. Hier hinten haben wir schon dann die Vergrößerung gemacht. Ne, Vergrößerung in 3 Monaten. Mhm. Und dann, wir haben Minus gemacht. Nicht gut. Das bräuchten wir für hier hinten noch einen Bahnhof. Nehmen wir dann den gleichen. Nehmen wir den eingleisig, weil der kostet ja nichts. Machen wir den gleich hier hin oder machen wir noch eine Straße? Nur so. So, das geht nicht. So, das ist gut. Und dann platzieren wir noch den Bahnhof und dann war es das ja auch schon wieder für diese Folge leider. Würde ich, wo müssen wir denn hin als nächstes? Dahin. Okay, dann würde ich den dann doch so platzieren. So. Setz dann noch kurz 2 Bushaltestellen hin. Ah, so und so. Dann kopieren wir die noch. So, und das ist jetzt Igersund Bahnhof. Und dann würde ich sagen, das ist auch elektrisch, warum ist das denn elektrisch? Dann würde ich sagen, fangen wir nächste Folge damit an, dass wir hier unsere Zugstrecke legen. Und dann müssen wir noch ein bisschen auf die Finanzen achten. Hier der Bus macht mittlerweile auch schon Plus, stehen denn da Leute? Okay, da stehen auch Leute, das ist sehr gut. Freut mich. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag bis zur nächsten Folge Train Fever. Tschüss.